Hallo, liebe Freifarm-Zuschauer. Der Fall von Mark Abheiten und unsere Berichterstattung und vor allem meine Videos darüber schlägt hohe Wellen in Hamburg-Altona und eventuell darüber hinaus. Wir kriegen das durch unsere Quellen mit. Das ist ja das Schöne, wenn man sich in Deutschland journalistisch für die Rechte von Kindern und Eltern einsetzt. Gibt es auch innerhalb der Behörden und Gerichte Leute, die sich dann an uns wenden oder Leute, die uns auf andere Art Informationen dann zukommen lassen. Und auf jeden Fall, was wir so hören und auch was wir selbst uns natürlich so überlegen, ja, wir schauen ja immer, wie geht das Gericht jetzt als nächsten Schritt vor, was könnte es tun, wir schauen uns das natürlich an. Um auch in der Berichterstattung dann zu wissen, was könnte da auf uns zukommen. Und da gibt es gerade zwei Stränge. Das eine ist natürlich, wie kommt das Amtsgericht Hamburg-Altona daraus, dass es einem Kind den Vater genommen hat, in einer Eilentscheidung ohne irgendwelche Grundlagen. Ja, wir haben ja ein Gutachten eines promovierten Mediziners und Psychotherapeuten, der ist Kinder- und Erwachsenenpsychotherapeut, vorliegen. Und darin sagt er ganz klar, dass es keine Kindeswohlgefährdung gibt, keinen Grund, dem Vater das Kind zu nehmen. Im Gegenteil, es ist eher so, dass die Mutter wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung hat, mit selbstverletzenden Tendenzen, also die Mutter, dass die sich selbst verletzt. Das heißt, das Amtsgericht Hamburg-Altona hat aus fachlicher Sicht hier falsch entschieden, sehr schnell. Und ja, die Frage ist, wie geht dieses Gericht jetzt vor? Wir haben das im Freifarm-Team besprochen, nicht alle, ja, ein paar von uns. Und das Gericht wird sehr wahrscheinlich nicht seinen Fehler korrigieren. Ja, dazu gibt es am Gericht zu viel, zumindest die Frau Daug, die da zuständig ist, die hat ja geschrieben, dass sie sich nicht befangen fühlt. Da geht es also um Befindlichkeiten und eine Richterin, die ihre Gefühle über die Fakten stellt, von ihrem Gefühl ableitet, dass sie unabhängig ist. Da erwarte ich nicht, dass die ihre Fehlentscheidung einzieht und es aufhebt. Unmöglich. Ich denke eher, ja, ich spreche jetzt mal für mich, nicht fürs Team, weil da gibt es im Team natürlich noch offene Punkte, wir sind uns nicht in allem einig. Also ich sag mal, ich gehe davon aus, dass das Amtsgericht brutal vorgehen wird und sagen wird, die Eltern sind beide erziehungsunfähig und wir stecken das Kind ins Heim oder in eine Pflegefamilie. Da geht es um ein 4-jähriges Mädchen. Und warum denke ich, dass das Gericht diese Option wählen wird? Ganz einfach, weil man dann nach außen sagen kann, schaut mal, die beide sind älter. Die beide Eltern sind unfähig. Wir als Gericht, wir greifen durch. Ja, es ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der Eltern. Und dann hat man als Gericht natürlich, ich sag mal, die Atombombe gewählt, weil dann zerstört man, oder man hofft als Gericht, die mentale Stärke beider Eltern zu brechen. Und auch das Kind natürlich zu brechen, ja, wenn dem die Eltern genommen werden, dann werden der ganzen Trennungsfamilie wird der Wille gebrochen vom Gericht. Das heißt, das Gericht hat einen Vater bislang sozusagen zum Feind. Ja? Ich mache jetzt mal hier so eine Dichotomie auf. Und wenn es sozusagen beide Eltern ein Recht hat, hat das Kind überhaupt niemand mehr und das Gericht hat freie Wahl, kann das Sorgerecht den Pflegeeltern zusprechen. Und dann gibt es da quasi noch eine ganz andere Ebene. Das ist einfach psychologische Kriegsführung, staatliche psychologische Kontrolle, autoritär und totalitärer Natur. Das ist mal das eine. Also wenn wir da mal in die Kristallkugel schauen, denke ich, dass das Amtsgericht Hamburg-Altona hier massiv brutal vorgehen wird. Der andere Aspekt ist natürlich, was machen die jetzt mit Freifarm? Ja, also wir veröffentlichen da die Fakten in diesem Fall. Da kommt auch noch mehr in Zukunft. Wir hören natürlich nicht auf. Dann gibt's da mich, diesen Chefredakteur.
der die Richter angreift, die Namen nennt, ihre gefühlsbasierte Denkweise offenlegt. Und was kann man denn da machen? Na, man kann dann solche, ich sage mal, aufmüffigen Bürger, die es wagen, ihr demokratisches Recht wahrzunehmen, um Grundrechte zu schützen, demokratisches Recht halt in die Öffentlichkeit zu gehen, Grundrechte schützen, ja. Man darf Kindern nicht einfach an Eltern teilnehmen, weil man als Richter irgendein Gefühl hat. Naja, die kannst du heute ganz einfach abstempeln. Aktuell wäre es natürlich am einfachsten zu sagen, das sind Reichsbürger. Und dann kriegt man einen Durchsuchungsbeschluss, geht da rein und ich sag mal, dann sind es so Kollateralschäden, ja, dass man, man kann ja in 2 Jahren sagen, ja, war ein Fehler, tut uns leid, ja, aber bis dahin hat man natürlich dann schon mal ein paar Monate das Notebook vom Chefredakteur, vielleicht noch von anderen Journalisten einbehalten können. Ich meine, die Spiegel-Affäre und so kennt ihr ja vielleicht noch aus der deutschen undemokratischen Geschichte. Das sind so Optionen. Moment. Alternativ kann man uns natürlich auch bei der Antifeminismusstelle melden, ja, weil wir uns für den Vater einsetzen. Da sagt man, das ist antifeministisch. Und ist dann noch kein Straftatbestand, aber es wäre ja auch eine Möglichkeit, uns zu verunglimpfen in der Öffentlichkeit, als unglaubwürdig darzustellen. Das ist das Hauptziel. Damit man sagt, das sind Reichsbürger, das sind Antifeministen, bla bla. Alles Quatsch. Also bin großer Fan des Grundgesetzes. Genau deshalb mache ich ja, was ich mache. Ich setze mich mit Worten ein dafür, dass die Grundrechte gewahrt werden. Ich bin gegen Gewalt. Ich halte überhaupt nichts von dem Reichsbürger, bla bla. Ja, wir kriegen bei Freifam immer wieder mal E-Mails von Leuten, die uns da erklären wollen, wie das Ganze ist. Dass, was labern die da, dass Deutschland irgendwie immer noch abhängig von den Alliierten, bla bla, keine Ahnung, irgendein Quatsch. Das sind wir nicht, aber es gibt ja dann vielleicht genug Medien, die das aufgreifen, weil ja gerade so eine Reichsbürgersache im Laufen ist in Deutschland, die Razzien und so. Das verurteile ich auch alles, was da die Reichsbürger machen, ja. Nicht, was da der Staat macht. Da muss man natürlich dagegen vorgehen. Aber man muss da nicht in dem Zusammenhang so völlig unbescholtene Leute wie Journalisten bei Freifam auch noch mit reinziehen. Aber man weiß ja nie, was die so machen. Weil das kriegen wir mit. Das Amtsgericht Hamburg-Altona kocht. Da ist helle Aufregung wegen unserer Berichterstattung. Das wissen wir von unseren Quellen. Also irgendwas wird passieren, bin ich mir sicher. Und natürlich kann man am Schluss, ja, unter Verweis auf dieses Video dann sagen, wieso ist es doch nichts passiert? Der Herr Grogans ist ein Verschwörungstheoretiker, ist paranoid, gehört in die Psychiatrie eingewiesen, ja. Also da kann ich auch beruhigen, ich habe schon 2 Atteste von dem Fachmann, dass ich im Normbereich aller Normalirren in Deutschland liege. Also, aber egal, kann man ja auch probieren, ja, dass man mir dann dieses Video sozusagen zum Vorwurf macht und sagt, das ist ja einer, der irgendwelche Sachen erfindet und Mensch, wir sind doch in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat und da passiert das nicht. Ja, sind wir schon, ja. Manchmal passieren halt seltsame Sachen in Deutschland, wo die Justiz nicht so astrein gehandelt hat und auch nicht die Strafbehörden. Gut, wenn ihr noch Ideen habt, was da jetzt kommen könnte als nächstes, sagt Bescheid. Vielleicht habt ihr ja noch so, man könnte uns ja an den rechten Rand drängen, was weiß ich was, ja. Also, um den Gegner als unglaubwürdig darzustellen, kann man heute vieles machen. Teilt mir eure Ideen mit. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.